Mein Name ist Oliver Stahmann, ich bin aus Hamburg, ich lebe in Lima, Peru. Street Art, das ist die Möglichkeit, den Geruch der Straße auf ein Bild zu bannen. Ich schaue erstmal vor allen Dingen nach Dingen, die mich selbst interessieren. Ich bin ja neugierig vor allen Dingen. Vor allen Dingen bin ich neugierig. Ich schaue immer, ob ich irgendeine Geschichte sehe, die mich interessiert. In dem Fall sehe ich halt nur den Mann da stehen, der sein kleines Wägelchen hält. Und seine Frustration, dass er halt hier versucht, den Leuten den Plan anzudrehen und es nicht schafft halt. Lima fasziniert mich, die Gegensätze in den Straßen, dieser Mix zwischen Arm und Reich und Alt und Neu, und man hat Kinder, die auf dem Boden spielen, alte Leute, gebrechliche Leute, fitte Leute, Behinderte, Polizei, Touristen, eine Mischung aus allem. Hier der Großvater, der mit seinem Sohn hier, mit seinem Enkel da kommuniziert, mit geht. Manchmal sieht man halt einfach auch Sachen, die ja nicht so reinpassen in das Bild. Wie zum Beispiel habe ich hier in einer dieser Nebenstraßen, in einer ziemlich verpegten Nebenstraße, so einen Typ gesehen im Businessanzug, richtig schick angezogen, der auch so von der Größe war, auch ein bisschen blond, der war sicherlich kein Peruaner. Der stand dann da und hatte ein neugeborenes Kind in den Armen. Und er schien nicht so recht zu wissen, was er damit anfangen soll. Es war scheinbar so, als ob seine Frau oder seine Tochter ihm das so in den Arm gelegt hätten, und er stand da mit seinem schicken Anzug mit Krawatte und Stips und so und hatte dieses Baby in der Hand und hatte irgendwie Angst, dass es runterfällt. Das sind so Momente, die sind rar. Vielleicht von 1000 Bildern oder so ist vielleicht nur eins dabei, das so ein bisschen diesen Effekt hat, dass man sich wirklich daran erinnert. Auch, ne? Beim perfekten Bild hast du eine Mischung aus Geometrie, aus dem perfekten Moment, das perfekte Licht. Also schwer, sowas zu sagen. Was sind so Sachen, die man nicht so, die so halt anders sind im Stadtbild? Und ich finde, Nonnen sind irgendwas, was man, das ist etwas, was sich in den letzten 400, 500 oder länger halt nicht verändert hat. Irgendwas Altes in so einem urbanen Moloch hier. Das ist das, was ich ganz interessant finde immer noch. Ich mag sowieso mehr so die alten traditionellen Sachen, so die alten Schwarz- und Weiß-Bilder von den französischen Fotografen Robert d'Arnaud oder Brassai oder Henri Cartier-Bresson, André Cartèche. Das sind so das, was mich am meisten interessiert. So ein sehr ungewöhnliches Haus. Es ist so im alten Kolonialstil irgendwann mal gebaut worden, aber halt irgendwann ist es zerfallen, und jetzt siehst du halt die Decken, die Kabel sind immer sehr aussagekräftig hier in Lima. Ich finde witzig, diese Socken da auf den Kabeln drauf, siehst du die? Das ganze Haus sieht halt irgendwie aus, als ob es demnächst zusammenkrachen würde irgendwie. Die
Rohre verbiegt, die Kabel, die Türen. Ich finde, das sind manchmal wie abstrakte Bilder, weil da so viele Details darin, so viele verschiedene Farben, so viele Eingravierungen, die so im Laufe der letzten 100 Jahre so passiert sind. Und mir gefällt halt der Mischmasch aus verschiedenen Farben, abstrakten Formen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mit Fotografie angefangen habe, weil ich ganz viele Freunde hatte, die abstrakte Bilder gemalt hatten und ich hatte keinen Schimmer, wie das geht. Und habe gedacht, denn irgendwie muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und habe angefangen, Baumstämme zu fotografieren und Wasserspiegelungen und Böden halt und Texturen, um halt ein Ergebnis zu bekommen, was ähnlich ist eines abstrakten Bildes. Und immer wieder finde ich das toll, wenn ich so eine Wand sehe mit so vielen verschiedenen natürlicher Kunst. Das hat keiner mit Absicht so gemacht, aber irgendwie ist daraus so ein kleines Kunstwerk meiner Meinung nach entstanden. Street Art, immer neugierig sein, seinen Instinkten folgen, nah rangehen und üben. Se agigantan las quimeras de mis sueños y me pierdo en el loco.